Ich mache es kurz, damit wir ganz schnell zum Cocktail kommen. 2 Millionen Arbeitsausfälle pro Jahr, Krankenhaustage, funktioniert es wieder nicht? 3% unserer Gesundheitskosten gehen in die Behandlung von chronischen Wunden, das sind 8 Millionen Euro pro Jahr. Die Morbiditätsprognose, die sieht noch schlimmer aus. Sie sehen hier unten, Sie müssen das jetzt nicht genau lesen, Sie sehen hier unten einen Zuwachs von 2007 in der Altersgruppe 80 Jahre und darüber. Gleichzeitig bei einer Verringerung der Gesamtbevölkerung um 16%. Das sind schockierende Zahlen und die lassen uns daran denken, dass wir künftig mehr Wunden und besonders chronische Wunden von alten Patienten zu behandeln haben. Das sind, wie sie eingeteilt werden, liegt unter anderem daran, welche Hautschichten betroffen sind, ob das intradermal ist, Epidermis, Dermis oder in der Subkutis. Hier sehen Sie Bilder von Teilhautverletzungen, das heißt, bei diesen Verletzungen ist nur epidermal und ein Teil von Dermis mit, vom Corium mit betroffen und diese Wunden heilen narbenlos ab. Da könnten Sie zum Beispiel einfach nur eine Prokainkompresse drauflegen. Anders sieht es hier aus. Hier haben wir vom Corium bis in die Subkutis reichende Verletzung. Das ist eine Vollhautverletzung, die Sie nicht mehr so einfach nur oberflächlich behandeln können. Und da reicht eigentlich auch kein normaler Wundverschluss mehr aus. Die Ätiologie der Wunde ist wichtig für die Einteilung. Wir haben akute, traumatische Wunden, Operationswunden, chronische Wunden, Druckgeschwüre jeglicher Art zu behandeln. Und die Ätiologie ist vielfältig. Wie in so vielen Fällen in der Neuraltherapie, ist es vorhin gesagt worden, ist die genaue Diagnose auch nicht wirklich wichtig. Es ist nicht wichtig, ob es eine Schnittwunde ist oder ein Druckulkus, aber besonders diese Erkrankung ist für uns besonders wichtig in der Zukunft. Thermische Gewalteinwirkungen, Verätzung, Verbrennung, Erfrierung, Säuren-Laugenverletzungen, all diese Art, damit wird man auch ab und zu konfrontiert in der Praxis, aber diese Art von Erkrankung wird uns weiter beschäftigen. Die Phasen der Wundheilung kennen Sie alle. Ihr Immunstatus, wenn Sie eine Wunde haben, oder der Immunstatus des Patienten, ist entscheidend dafür, wie schnell und wie gut die Zellen einwandern, um eine Wunde zu verschließen, um Bakterien zu bekämpfen, um wieder zu gesunden. Langsam genug? Die unterschiedlichen Phasen der Wundheilung sehen Sie hier. Erste Phase, hier wandern Makrophagen ein, die Fibroblasten werden stimuliert. Sie sehen hier einen geschwollenen Rand, weil da ist viel los. Da ist unter Umständen auch eine bakterielle Verunreinigung dabei. Sie sehen hier fibrinöse Belege. Das ist der erste Beginn einer Organisierung einer Wunde. Hier sehen Sie die exudative Phase, hier proliferieren die Zellen, Sie sehen hier einen feuchten Wundgrund, hier sehen Sie eine Epithelisierung, die schon langsam läuft an einzelnen Strukturen. So sieht eine gesunde Proliferationsphase aus, die dann später in die Reifungsphase übergeht. In der Reifungsphase findet dann endlich die Festigung der Narbe statt, sodass sie später wieder den ursprünglichen Funktionen gerecht wird. Hier sehen Sie schon die Wundkontraktion, ganz typisch mit dieser radiären Faltelung. Und jetzt steht die Frage, was wollen wir mit unserer Neuraltherapie erreichen? Wir müssen Schmerzen verringern, das ist das wichtigste Anliegen eines Patienten natürlich. Wir müssen die Wunde vor weiteren Traumata schützen. Wir müssen eine Infektion verhüten. Wir müssen die systemischen Bedingungen verbessern, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Sauerstoff an die Wunde kommt, mehr Vitamine, Mikronährstoffe. Wir müssen die Kosten minimieren. Ich weiß nicht, ob Sie das Problem hier in Spanien auch haben und in Ecuador und in Kolumbien, aber wir haben eine stark regressive Struktur in den Kassenzusätzen, das heißt, unsere Kassen bezahlen solche Sachen nicht mehr vollständig. Dann die Behandlung von chronischen und frischen Wunden
Wie soll das ablaufen? Für uns ist es unerheblich als Neuraltherapeut, ob Sie infiziert sind oder nässend sind. Die Behandlung ist das gleiche System. Auch bei der älteren Narbe ist es das gleiche System. Eine alte Narbe wird genauso behandelt, wenn sie noch lebt, noch muckert, den Patienten noch stört, wie eine keloidale Narbe. Im OP, das heißt direkt nach dem Wundverschluss, sofort nach der Verletzung, wenn es ein Trauma ist, Neuraltherapie, das heißt, das Verfahren zeige ich Ihnen gleich. Die Termine zum Fädenziehen sollten Sie nutzen, beim Verbandswechsel sollten Sie Neuraltherapie dem Patienten angedeihen lassen und zu anderen Kontrollterminen folgend. Die Neuraltherapie, das Ausmaß der Neuraltherapie, das Sie machen werden, hängt auch davon ab, welche Schichten betroffen sind. Wenn Sie nur eine Exkoriation haben im oberflächenepidermalen Bereich, dann reicht es unter Umständen aus, dass Sie eine topische Anwendung von Prokain machen. Wenn aber Subcutis zum Beispiel mit betroffen ist, dann müssen Sie auch bis in diese Schicht Ihre Neuraltherapie bringen. Bei den tiefen intrakutanen Schichten müssen Sie alle Schichten einzeln mitbehandeln. Das sehen Sie jetzt hier bei dieser Wunde nicht, wie tief die war, da müssen Sie den Patienten auch unter Umständen befragen. Hier ein Beispiel einer epidermalen Läsion. Hier sehen Sie Granulationsgewebe, Krusten und hier sehen Sie, dass schon Epithelzellen einwandern. Das wird in wenigen Tagen abheilen. Noch ein Fall einer Verletzung, wo Sie eine topische Anwendung machen können. Das tut der Patientin sofort gut, indem die Schmerzen nachlassen, wenn Sie hier eine feuchte Prokainkompresse auflegen. Das ist eine Laugenverätzung der Haut. Der Patientin ist aber auch stark geholfen, wenn Sie gleichzeitig eine oberstsche Anästhesie machen, also eine oberstsche Eingabe von Prokain. Aber das erste und schlichteste Verfahren, was Sie hier machen können, ist eine feuchte Prokainkompresse. In diesem Fall, das war eine Basaliumentfernung im Temporalbereich. Sie haben hier eine Exzision bis auf die unterste Schicht, bis zur Faszie. Und wenn Sie das Bild danach anschauen, sehen Sie, dass die Narbensituation bei dieser Lappenverschiebung eine ganz andere Lage vermeintlich darstellt, als tatsächlich der ursprüngliche Exzisionsgrund. Das heißt, hier sollten Sie wissen, dass die Wunde hier weiträumig unterwandert wurde und geschichtet wurde, sodass sie sich besser legen kann. Das heißt, Sie müssen neuraltherapeutisch nicht nur die Narbe versorgen und hier in die Tiefe gehen, sondern Sie müssen auch diese Regionen hier, die unterminiert wurden, mit behandeln. Solche Wunden wird jeder mal in der Praxis sehen. Einfache Behandlung. Da wird es schon schwieriger, das sind Fälle zum Beispiel hier unten, das ist ein Patient, den müssen Sie dann eventuell chirurgisch versorgen, da können Sie nicht lange hinwarten, aber hier habe ich ein Beispiel von einer MR-Plastik gebracht, von einem Patienten, der chronisch solche infizierten Regionen zeigte. Ich habe Ihnen das Bild deswegen mitgebracht, damit Sie sehen, wenn Sie so ein Bild haben, eine Narbe, die als Störfeld fungieren könnte, dann behandeln Sie bitte mit der Neuraltherapie bis ans Periost, weil das ist die Region, wo der Chirurg dann auskratzt und sehr aggressiv versucht, diese Narbe, diese Wunde aufzufrischen. Hypertrophe Narben und Keloide sind in der Hauptsache in der Neuraltherapie zu findende Wundversorgungs- oder Narbenversorgungsregionen. Dabei sind das Patienten, die erzählen, dass die Narbe noch juckt, dass eventuell nässende Situationen da sind. Und natürlich bei Störfeldverdacht sollten Sie die Narben auch spritzen, nicht nur, wenn sie optisch auffällig sind. Es kann also sein, dass ein Patient eine frische Brandverletzung hat und die ist dann abgeheilt und sieht sehr schlimm aus und ist keloidal und ist aber überhaupt nicht störfeldverdächtig und macht auch dem Patienten nichts und eine kleine Nadelstichverletzung kann ein echtes Störfeld werden und den Patienten stark beeinflussen. Hier ein Beispiel einer keloidalen Narbe, die Narbe ist 1,5 Jahre alt, sollte also schon längst reorganisiert sein. Hier sehen Sie die Einspritzung dieser Narbe,
sollte vollständig sein und das nach 3 Behandlungen. Sie sehen also, dass das Hautniveau sich gebessert hat, die Farbgebung hat sich gebessert und hier hat sich schon fast gänzlich normalisiert, das wird also auch noch weitergehen. Hier ein Fall von einer Narbensituation, dieses Bild habe ich deswegen mit aufgenommen, damit Sie hier bitte nicht vergessen, die ganzen Hühnerleiter-Keloide von den Fäden bitte mit zu behandeln. Es ist unter Umständen möglich, dass wenn Sie die Narbe nur hier behandeln, dass Sie dann kein Ergebnis erzielen. Nochmal eine lange Oberarmnarbe, großzügig infiltriert, auch in die Tiefe, alle Narbenregionen mit, eine Besserung der Symptomatik, der keloidalen Situation. Hier, das sind Wundverhältnisse, die Sie dann wahrscheinlich auch immer wieder in der Praxis sehen werden, sollte eigentlich heute nicht mehr der Fall sein, aber es ist leider immer noch. Und hier müssen Sie natürlich die Narbe und die Wunde säubern, eventuell hier zum Beispiel anfrischen, aber hier können Sie rund um die Narbe wirklich mit einzelnen intradermalen Injektionen und hier eventuell eine topische Auflage viel erreichen. Hier ein Gamaschenulkus am Unterschenkel. Hier sehen Sie, hier wächst schon wieder Epithel nach. Das sieht schon sehr gut aus, aber auch hier sollten Sie nachbehandeln, damit der Wundgrund sich besser schließen kann und damit der Patient besser abheilen kann und wieder vollständig einen Narbenverschluss hat, Wundverschluss hat. Zusammenfassend, wir haben als Option in der Neuraltherapie bei der Narbenbehandlung die Injektion intravenös, intraarteriell, intrakutane Injektion aller Wund- und Narbenschichten, das erweiterte Segment, topische Anwendung von Prokain, das Einfachste, was viele immer wieder vergessen, Infiltration des Wundgrundes, sofern der Patient das aushält, und die Störfeldexploration. Die Schmerzreduktion, besonders bei Brandwunden, ist immens und oftmals überraschend schnell. Die Gewebsperfusion wird verbessert. Wir erreichen mit der Neuraltherapie eine beschleunigte Wundheilung. Gerade bei chronischen Ulzera, bei Diabetikern können Sie manchmal zuschauen. Sie erreichen damit eine Infektionsprophylaxe natürlich. Weniger Wundheilungsstörungen, die Chirurgen freuen sich sehr. Die Narbe wird strukturell verbessert, das heißt unter Umständen eine Kontraktur wird wieder weich, die Funktionalität wird unter Umständen wiederhergestellt. Und nicht zuletzt behandeln Sie unter Umständen ein Störfeld. Alles zusammen ist die Neuraltherapie die ideale Methode, um Wunden, Narben, chronisch nässende Ulzera zu behandeln, aber ohne die Liebe geht das auch nicht. In Wahrheit, es gibt ganz viele neuere Studien, eine Gruppe in Ohio, an der Ohio State University, sitzen die und machen viele Studien über die Situation der Zufriedenheit von Patienten. Sie machen Interviews mit Patienten, die nach einem Ehestreit eine Wundversorgung machen und entnehmen Zellen und stellen fest, dass die Immunsituation deutlich anders ist, als wenn der Patient sich geachtet fühlt, geehrt fühlt und von uns Ärzten ernst genommen fühlt. Also Liebe ist auch eine Option bei der Wundversorgung. Vielen Dank.